Ja, das Leben. Das geht manchmal seltsame Wege. Ein ziemlich abgedroschener Satz, ich weiß. Aber für meinen heutigen Gast gilt das im Besonderen. Er kennt beides, den Erfolg und den Misserfolg. 1990 war er mit Verdammt, ich lieb dich ganz oben in den Charts. Danach gab es viele Turbulenzen, doch er hat sich nicht unterkriegen lassen, hat immer wieder Erfolge gefeiert. Und mit seinem neuen Album hat er es wieder auf die Eins geschafft. Unendlich heißt die Platte. Ich begrüße Matthias Reim. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind, Herr Reim. Ich freue mich auch. Lesen Sie eigentlich Kritiken von Ihren Platten oder ist Ihnen das egal, gucken Sie nur auf die Charts? Na, ich gucke da schon, was die Menschen sagen und nehme mir das zu Herzen. Mhm. Manchmal haben sie auch recht. Aber diesmal waren die Kritiken extrem gut. Extrem gut, aber ich habe auch gehört, es ist jetzt nicht so der ganz große Wurf, aber ganz okay, liest man auch mal. Aber das war von 5000 einer. Ja gut, den habe ich mir jetzt halt mal rausgekriegt. Man kann sagen, es gibt immer welche, die was zu meckern haben. Ja, das stimmt. Aber ich meine, entscheidend ist ja, dass Sie glücklich sind mit dem Album und zufrieden und vor allem halt die es hören sollen, oder? Nein, vor allen Dingen, dass die Menschen, die da draußen sind, das kaufen, dass die glücklich und happy sind und sagen, das macht mir Spaß. Und wenn man genauer hinguckt, so mal bei Facebook und bei Amazon, die meisten finden das sehr, sehr toll. Also wenn man genauer auch hier hinguckt aufs Cover, der Cowboy kommt da in Ihnen durch so ein bisschen, ne? Habe ich den Eindruck? oder was ist das? Es gibt Fotos, die sind einfach in sich als Foto gut. Aha. Und das war auch ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Weil mir war bei der Fotosession extrem langweilig, wenn die mal neue Sets einleuchten, wie beim Fernsehen. Ja. Und da war eine Requisite, lag in der Ecke dieser Hut rum. Und ich habe den so gelangweilt auf den Kopf gezogen, machte gerade eine Zigarettenpause, guckte in den Spiegel und sagte, wow, John Wayne, sagt, mach mal schnell ein Foto. So aus Spaß. Und alle guckten und haben gesagt, das ist der Hammer. Und das war's. Gucken Sie eigentlich darauf oder achten Sie darauf, dass die Platten immer nie so klingen wie Verdammt, ich lieb dich? Oder ist das so immer ein bisschen, schwingt das immer so ein bisschen mit? Naja, einmal Verdammt, ich lieb dich ist natürlich 23 Jahre her, aber das Wort Verdammt baue ich immer wie immer gerne so wie so ein magisches wie so ein magisches Gewürz mit in meine Songs ein. Aha. Hitchcock tauchte auch ab und zu in seinen Filmen auf und auch Tarantino taucht in seinen Filmen auf und haben wieder so mein Hitchcock, also mein Verdammt, darf auch ruhig ab und zu mal auftauchen. Ist mein Markenzeichen. Also muss man ein bisschen genauer hinhören, wo das Verdammt überall auftaucht. Ob es jetzt in den paar Zeilen, die wir jetzt hören, auftaucht, weiß ich gar nicht. Wir hören mal ein bisschen rein, ein paar Takte und erfahren sonst noch so, was in Ihrem Leben alles so passiert ist. Da war einiges. Es ist das Ende einer jahrelangen Durststrecke. Mit Unendlich ist Matthias Reim direkt an der Spitze der Albumcharts gelandet. Die erste Nummer 1 seit 23 Jahren. 1990 feiert er mit Verdammt, ich lieb dich seinen Durchbruch. 16 Wochen Nummer 1, weltweit 2,5 Millionen verkaufte Singles. Matthias Reim komponiert, veröffentlicht zahlreiche Alben und genießt das Leben in vollen Zügen. Seine Musik sorgt aber immer weniger für Schlagzeilen, sein Privatleben dafür umso mehr. Turbulente Beziehungen und finanzielle Probleme. 2006 dann die Insolvenz mit rund 6,5 Millionen Euro Schulden. Seit letztem Jahr lebt Matthias Reim mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen Kindern am Bodensee. Das Insolvenzverfahren ist abgeschlossen und jetzt will der 55-Jährige beruflich noch mal richtig durchstarten. Im Frühjahr geht Matthias Reim auf große Deutschlandtour. Da sitzt er am See und lässt den Blick gleiten übers Wasser. Warum gerade der Bodensee? Ja, weil ich glaube, ich habe eine wunderschöne Kindheit dort erleben dürfen. Also jetzt lebe ich in Radolfzell, das ist wunderschön und damals, das war in Überlingen. Und das war der Ort, wo mein Herz sagte, da möchte ich nach Hause hin. Mhm. Und es war genau die richtige Entscheidung. Es ist wunderschön da, es sind tolle Menschen da, wir schließen Freundschaften und es hat mich sehr, sehr kreativ gemacht. Mhm. Und Wasser brauchen Sie einfach um sich herum so ein bisschen? Ich bin Wasserfreak. Ich gehe so gerne schwimmen und ich fahre gerne mit dem Bötchen raus und das ist so mein Entspannen. Wir haben ja jetzt die ganzen Schlagzeilen auch gesehen, was da so alles war. Bereuen Sie Ihr turbulentes Leben manchmal oder sagen Sie, nee, am Ende war es halt, wie es war und es war dann auch gut so? Also ich sage, ich würde heute nicht der sein, der ich bin, wenn mir das nicht alles widerfahren wäre. Ob das alles wirklich dann so teuer hätte sein müssen, das lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, dass das, wo ich durch bin, ist auch mit einem Grund dafür, dass ich wieder
so extrem erfolgreich geworden bin. Ja, man hat es auch gehört, 2010 war dann das Insolvenzverfahren abgeschlossen. Sie waren frei, aber pleite. Aber das war ein gutes Gefühl dann, oder? Ja, vor allem das Gefühl der Freiheit, die Ärmel hochkrempeln und sagen, und jetzt rocken wir das Land nochmal. Und dass das tatsächlich klappt, okay, ich hab's gehofft, aber das ist schon sensationell. Also danke, lieber Gott. Im Frühjahr gehen Sie auf Tour. Ja. Wie bereiten Sie sich da vor? Ich meine, Sie sind jetzt wahrscheinlich auch mit der Platte viel unterwegs. Da ist nicht viel Zeit für Proben und so. Wann kommt das alles? Ich muss nicht mehr so viel proben, ich kann das. ich bin jetzt extrem viel unterwegs, aber ich mache jetzt, wenn ich zu Hause bin, ich habe da mein kleines Fitnessstudio, ich mache Sport 40 Minuten am Tag, so ein bisschen Muckibude aufbauen und ein bisschen und schwimmen und ein bisschen, wo ich das eigentlich gar nicht so gern mache. Eigentlich bin ich ein Fauler. Aber auf der anderen Seite, da gibt es nicht viel durchzuhalten. Das ist so eine Freude, es macht mir so einen Spaß. Ich freue mich da drauf. Mhm. Und wenn man dann um 7:45 weiß, gleich geht das los, dann sage ich mir, das ist der schönste Beruf der Welt. Und singen Sie da auch ihr verdammt, ich lieb dich? Ist die Zugabe wahrscheinlich, oder? Es wird niemals in meinem ganzen Leben ein Konzert geben ohne verdammt, ich lieb dich. Und ganz ehrlich, dieser Song, ich lieb den immer noch und der ist für mich auch immer neu. Und wenn ich rausgehe, meistens natürlich in der Zugabe, und singe, ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht, dann kann ich aufhören. Ja, okay, dann sind ganze Generationen vereint. Okay, wir haben das ja auch mal getestet. Sie kriegen jetzt vielleicht ein paar Varianten, die Sie so jetzt auch noch nicht kennen. Wir haben nämlich auch mal umgeguckt, so uns umgehört auf der Straße in Stuttgart und haben ein bisschen was über Sie gefragt, aber natürlich auch singen lassen. Gucken wir mal. Wenn ich Ihnen jetzt verdammt, ich lieb dich sage... Das kann ich mir nicht vorstellen. Verdammt, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht, ich will dich nicht verlieren. Matthias Reim, sagt mir was, ja, aber... Verdammt, ich lieb dich nicht oder sowas, gell? Und ich brauch dich nicht. Verdammt, ich... Tut mir leid, geht nicht weiter. Verdammt, ich will dich... Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Blond, faltig, alt. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Ich dachte, du singst mit. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich lieb dich. Immer mehr, hoppsa, ich weiß jetzt nicht, wie es geht. Gut, aber jetzt einer, der wusste es nicht so genau. Aber es ist doch der Hammer, wie die das alle parat haben, oder? Ja. Ja, sag ja, nein, weil dieser Song ist ein Wunder. Weil er ist einfach, der ist nicht alt geworden. Mhm. Der ist zwar schon 23 Jahre alt, aber in den Herzen und den Köpfen der Menschen ist der präsent. Der ist auf jeder Party präsent. Und im Gegensatz zu mir wird dieser Song auch nicht alt. Klar, der hat ja recht, glaube ich, ein paar Falten mehr. Wer hat die blöd nicht? Also, Entschuldigung, ja, aber echt zu blöd, wenn Mann, der, oder? Wenn der in meinem Alter noch so aussieht wie ich, dann darf er sich normal melden. Hätten Sie eigentlich gern noch mal so einen Knaller, so einen verdammt, ich lieb dich, oder hätten Sie Angst, dass sich die Geschichte wiederholt? Nein. Also ich möchte das nicht nochmal. Okay. Also mir ist das so viel lieber. Das ist jetzt so schön stabil. Das ging so ganz, ganz langsam zurück, wirklich bis zur Nummer 1. Ich möchte jetzt keinen so einen Ausreißer, der alles wieder durcheinander bringt. Wo uns alle wieder sagen, ja, jetzt geht's ja nur um den Song. Es geht um Alben, um meine Geschichte, es geht um so viele Songs, auch bei den Konzerten, dass ich nicht will, dass die alle wegen einem Song ein Jahr gelaufen kommen und dann verschwunden sind. Aber es ist auch interessant, Boulevardpresse, die hat ja das sich genüsslich daran gütlich getan, an ihrem Untergang und an dem auf dem Boden liegen. Aber eine gewisse Genugtuung ist jetzt auch dabei, dass es wieder nach oben geht. Und plötzlich sind Sie aber auch wieder da und schreiben nette Sachen über Sie. Ja, also das freut mich ja. Muss ich sagen, die haben ja teilweise wirklich schon böse über mich geschrieben, obwohl es war natürlich auch spannend. Da kommt der Mega-Überflieger mit verdammt, ich lieb dich und geht so baden. Natürlich war das auch eine Futterstelle für Häme. Aber ich muss sagen, also auch jetzt, auch die Medien im Moment, sie haben Respekt. Und sagen, geil gemacht, Alter, und ich habe jetzt so eine Vorbildfunktion. Und deutsche Musik ist ja auch wieder hip, also muss man auch sagen, Dank. Ne? Also deutsche Texte. Die deutsche Musik ist ganz hoch in den Charts, die Konzerte auch von mir, aber auch von Kollegen Andrea Berg, Helene Fischer, das alles boomt gerade. Was mich natürlich riesig freut, weil es ist höchste Zeit, dass einfach die Deutschen auch stolz sein dürfen, eine eigene Sprache zu haben und auch Spaß dran zu haben und ihre Emotionen in dieser Sprache leben zu dürfen und nicht unbedingt auf Englisch oder Spanisch oder Italienisch umschalten müssen. Letzte Woche saß Heino hier und hat erzählt über seine Coversongs. Wir sind dann gespannt, was Matthias Reim noch so alles drauf hat, mit was der uns noch so überrascht. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Tour. Dankeschön. Dass es ein richtiger Kracher wird, Ihre neue CD, und ja. Bleiben Sie so. Ich gebe mir Mühe.